Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zum großen Finale von The Legend of Korra. Das Training ist beendet. Und jetzt geht es zum großen Finalkampf, vor dem ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Bammel habe, muss ich sagen. Aufgrund dessen, ich habe ihn schon mal ziemlich lange durchgefightet und muss sagen, er ist anstrengend. Mal gucken, wie ich mich dieses Mal anstelle. Nun habe ich ja meinen Controller. Und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es ja keine wirklichen Save Points. Mal gucken. Das war das. Okay. Jo. Blocken. Okay, und springen. So. Nochmal ganz kurz hier reingekommen. Achso, mittlerweile ja, ist ja Neujahr. Ich hab's jetzt leider versäumt in der letzten Folge, euch ein gesundes neues Jahr zu wünschen. Und, das hole ich jetzt einfach mal so an der Stelle nach. Gesundes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und, geht kaputt, Ruhe. Und hab natürlich somit einen sehr, sehr guten Start gehabt. So wie es sein soll. Geh auf, du blöde Kiste. So. You have all eternity trapped in my illusion after all. When your previous incarnation defeated me 1,000 years ago, I vowed to exact my revenge in this life or the next. Now it's time to settle the score, Avatar. Jetzt. Gehen wir mal auf Feuer. Zwei auf einmal. Wie war nochmal Anvisieren gewesen? Wechseln. Ah. Nee, das war zentrieren. Wo kommen die nächsten? Okay. Na. Schämst du dich denn? Überhaupt nicht hier. So. Wie auch immer ich das jetzt gemacht habe, ich habe es geschafft anzuvisieren. So. Ich bin ganz schön eingerostet. So. Bam, Chaka. So, wer ist der Nächste? Oh Gott. These equalists are so simple. Sprinkle in a few words about the equality they create. Ein bisschen ja. And they dance in aufräumen. The of your hand. Pathetic humans. Bam, yeah. Aber jetzt mal ohne Witz. Wenn ihr gegen große Gegnerhorden kämpft, empfehle ich euch wirklich die Windfähigkeit, das Windbändigen. Aufgrund dessen, dass wirklich einen schönen, dicken, fetten Flächenschaden anrichten kann. Effektiver geht's wirklich nicht. Wie ihr seht, läuft alles wie im Schnürchen. Boom. Na? Läuft doch. Hätte ich nicht gedacht, dass der erste Schritt so gut läuft. Dann gehen wir weiter zum Streich Nummer 2. Das war der erste Kampf. Und weiter geht's.
Ja. Scheiß Zauberer. Jedes Mal derselbe Dreck. Ah. Sehr schön. Auf zur nächsten Linie. Nein. Natürlich wieder vorschreiten. Warum bleiben die nicht hinten? Das ist ja unfair. Sehr schön. Ich bin jetzt kurz am Ende. So. Einer noch. Die Bam Shaka. So soll es sein. Knockout. Puh. Knappe Sache. Was? Noch eine Runde? Och, Menno. Na, da machen wir doch gleich mal mit. Ja, wo sind sie denn? Ah! Aua! Zack, zack, zack. Und weg mit dir! Rechts, links und hoch. Zack, zack. Jetzt aber. Bam, 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 bam. Geht doch. Ich wollte sagen, hör doch auf zu blocken hier. Oh Gott. Hat er abgewehrt, meine Attacke. Die kann ja nur. Aua. So, los. Läuft doch. Puh. So, das war Streik Nummer 2. Und ich bin immer noch nicht dabei, gegen diesen blöden Endwichser da zu kämpfen. Let the chaos
Oh. Natürlich. Ah. Ein bisschen Energie wäre nicht schlecht. Oh Gott. Nein. Natürlich alle drei prügeln auf einen ein. Warum kann ich eigentlich nicht blocken? Erstmal versuchen wir einen schönen Platz zu machen, damit wir weniger haben. Wow, what the fuck? Daneben! Fuck. Ah. Ah. Ah, ich empfehle euch wirklich, mit Gamepad zu spielen. Ich habe es in Erfahrung gebracht mit Tastatur und es ist zum Kotzen. Dabei smasht ihr eure Maus kaputt. Und hier habt ihr alles gleich parat. Also es ist wirklich ein Gamepad-Spiel, obwohl es eigentlich auch am Anfang gesagt wird, man soll definitiv mit Gamepad machen. Allein schon erfahrungstechnisch. Boah. Ich hab's geschafft. Streich Nummer 3. Woo. Playtime is over. So. Du merkst, ich bin maximal Level, ne? Komm her, greif an. Komm, noch einer. Und nochmal. Okay, das war zu früh geblockt. Ah. Und. Das ist ja deprimierend, was für wenig Schaden man ja eigentlich macht, oder? Komm her. Aua. Komm. Und. Komm. Menno. Aua. Dinger angreifen. Ja, macht kaum Schaden, aber die natürlich. Oh, Boden ist gegen die sehr effektiv. Interessant. Das sagt man mir jetzt erst.
Nicht mit mir. Ha. Wow, da ist nur welche. Ey. Puh. Halleluja. Hier wird's aber langsam eng hier. Boah. Gut, dass es hier keine Lebensenergie gibt. Cor, remember, we are all one. There is no light or dark, no good or evil, no human or spirit. All are one. Go, Cora. The division between you and your enemies is an illusion. Jetzt, wo ich mit denen endlich klarkomme, ja? Cora, there is no light or dark. To fight another is to fight yourself. Let go. Lass es gehen. Let it go. Oh, ich hab schon gerade wieder Gänsehaut. Ich liebe diesen Moment. Er ist da. The real Avatar is back. Boom. Give it up, Gojo. The Avatar is back. Jo. Das, liebe Freunde, der Avatar ist da. Jetzt haben wir alle vier Elemente vereint. Das seht ihr aber in der nächsten Folge. Es ist nämlich langsam aber sicher wieder Zeit. Wir haben die Zeit schon wieder überzogen, wie ich gerade sehe. Schaltet auf alle Fälle ein. Die Vorbereitung ist durchgelaufen in vier Phasen. Um überhaupt zum Endkampf zu kommen, haben wir vier Endkämpfe erlebt. Spannend wie Sau. Wird es das nächste Mal auch weitergehen. Bis dann, liebe Leute. Tschüss.